Für die zweite Übung habe ich dir schon eine Word-Datei vorbereitet. In der findest du drei Tabellen, die es zu bearbeiten gilt. Auf der rechten Seite hast du jeweils die Vorlage. Das ist übrigens nur ein Bild. Ich habe da Screenshots gemacht. Das heißt, du kannst also nichts rüber kopieren. Die Gestaltung dieser Tabellen ist nicht wirklich elegant. Wie du siehst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Tabelle etwas ansprechender zu gestalten, sei das über sich abwechselnde Zeilen oder wie hier über verschiedenfarbige Spalten und zusätzlich noch feinen, in diesem Fall helleren Rahmenlinien oder indem du die Farbigkeit umkehrst und mit weißer Schrift auf dunklem Grund arbeitest. Meist brauchst du hierfür in den Tabellentools diesen Bereich Entwurf und da wiederum die Schattierung und Rahmen bzw. hier die Dicke und die Farbe des Rahmens.